Jedno ze žhavých kulturních a hudebních center současnosti, rakouská metropole Vídeň, už dávno není jen místem přitahujícím především milovníky Mozartovy hudby. Tradice se tu prolíná s živou současností a ta nabízí řadu dalších žánrů a stylů. My jsme se tentokrát zaměřili na jazzovou scénu a dva prestižní kluby, které každoročně přilákají nejen špičkové muzikanty, ale také tisíce jazzových fanoušků. Zasvěceným průvodcem nám byl vynikající saxofonista a rakouský jazzový muzikant roku 2000 Sigi Finkl. Ich denke, die Wiener Jazzszene ist sehr gut. Ja, das muss man sagen. Es gibt sehr viele gut ausgebildete Musiker. Es gibt interessante Projekte dort. Und es fängt an von der elektronischen Schiene über die World-Musik-Schiene, über eigentlich auch Straight-Ahead-Schiene. Sehr großer Variantenreichtum von Musikern und von Musikstilen da. Also ich fühle mich hier wohl, muss ich sagen. Da ist natürlich zunächst einmal auch für mich das Porgy & Bess, das eher so die modernere Szene präsentiert. Internationale Musiker, aber auch österreichische Musiker, die eher im moderneren Bereich arbeiten. Und natürlich, wenn man eher an die traditionellere Jazzszene denkt, so Swing und Dixieland und so, dann ist das Jazzland natürlich die erste Adresse. Das sind so die beiden wichtigsten Clubs in Wien, würde ich sagen. Ich muss ja eigentlich sagen, dass ich Deutscher bin. Ich lebe aber schon seit 20 Jahren hier in Wien und ich fühle mich sehr wohl hier. Ich habe hier meine ersten jazzmusikalischen Schritte gemacht, die ersten Bands gegründet und für mich war Wien eigentlich immer ein gutes Pflaster. Man hat mir die Chancen gegeben, ich habe wachsen können und Wien oder Österreich selbst ist überschaubar. Deutschland ist zum Beispiel sehr groß. In Wien kann man relativ schnell doch die Redakteure von den Rundfunkstationen kennenlernen oder von den Magazinen kennenlernen. Also man hat sehr schnell die Kontakte. Jetzt momentan ist es so in meiner Position, dass ich natürlich mit sehr vielen internationalen Kontakten arbeite und für mich Wien so wie eine Homebase ist, wo ich gerne bin, wo ich auch spiele, aber ich spiele natürlich auch genauso in Prag oder in Moskau oder in Berlin oder wo auch immer. Concept would still be that it's a drum solo, kind of a drum solo, and we kind of accompany him. That's a. Jetzt sind wir vor dem Redaktionsgebäude der Jazzzeit. Das ist ein österreichisches Jazzmagazin. Und ich denke, das ist wichtig für die Szene, dass gerade ein Magazin wie das besteht, weil man kann in vielen Zeitungen eigentlich nur wenig finden über Jazz.
Und dieses Magazin schließt eine gute Lücke da. Es gibt viel Musikerprotest, Rezensionen, Konzerthinweise und so weiter. Und jetzt wollen wir reingehen und den Chef treffen. Die Jazzzeit gibt es seit Mai 1999. Wir haben die Idee gehabt, gerade weil es in Österreich mit der Mediensituation nicht immer ganz einfach ist. Es gibt sehr wenig elektronische Medien und es gibt eigentlich fast kein Medium, das sich mit Jazzmusik, mit elektronischer Musik, mit improvisierter Musik, also schwerpunktmäßig beschäftigt. Haben wir vor 4 Jahren begonnen, dieses Projekt zu entwickeln, haben die erste Ausgabe am 29. April 1999 veröffentlicht. Das war der 100. Geburtstag von Duke Ellington, wenn wir uns erinnern. Und seither existiert die Jazzzeit als Monatsmagazin österreichweit und beschäftigt sich also, wie gesagt, mit den Bereichen Jazzmusik, improvisierte Musik, Weltmusik, Elektronik, aber auch mit redaktionellen Ausflügen in die zeitgenössische bildende Kunst, in den zeitgenössischen Tanz und Tanzperformance und in die Literatur. Würde noch viel mehr Themen bieten, als wir sehr oft unterbringen können. Und wir haben aber auf der anderen Seite den Ruf uns erarbeitet, dass wir in Österreich sicherlich zu den Medien zählen oder zu dem das Medium geworden sind, das durch die oftmalige Berichterstattung, eben fast monatlich, aber auch durch den Umfang, weil so eine Jazzzeit hat immerhin bei einem Format von fast A3, also ein normales Zeitungsformat, fast 50 Seiten Umfang. Und kann sich also in diesem Zusammenhang also sehr, sehr aktuell und sehr umfassend auch den entsprechenden Themen widmen. Und darüber hinaus haben wir es seit diesem Jahr uns auch zur Aufgabe gemacht, uns immer wieder um Sonderthemen zu kümmern. If you have that kind of gel, I say, one, two, three, ah, oh, ba, ba. So, wir sind jetzt hier im Porgy & Bess. Das ist der neue große Jazzclub in Wien, in der Riemergasse. Es hat ein altes Porgy & Bess gegeben in der Spiegelgasse. Seit knapp 2 Jahren ist der Club hier jetzt in der Riemergasse. Und das ist der Club für die modernen Jazzstile in Wien. Jazzszene für mich ist ein unglaublich hohes technisches Niveau und eine auf der anderen Seite auch wieder diese Form der Begrenztheit dieser Stadt. Das heißt, um diesem Niveau eine neue Chance zu geben,
müsste man eigentlich diese Stadt verlassen, so wie es die großen Menschen im Endeffekt gemacht haben. Hans Koller, der in den 50er Jahren aus Wien weggegangen ist, Joe Zawinul, der in den 50er Jahren aus Wien weggegangen ist, Wolfgang Mutschpiel, der später weggegangen ist. Dieses Projekt hier ist auch ein Versuch, dieser Szene ein vernünftiges Podium zu geben, um dieser Szene auch die Möglichkeit in dieser Stadt geben zu können. Und ich bleibe dabei, es gibt ein unglaublich hohes Kreativpotenzial der heimischen Szene und es geht im Endeffekt nur darum, dass man ihnen Möglichkeiten bieten muss, um dieses Kreativpotenzial auch vernünftig und interessant umsetzen zu können. Da, denke ich mir, hat uns die Erfahrung gelehrt, dass das Publikum schon ein sehr aufgeschlossenes ist und dass das Publikum also auch gerne diese Art von Kunst genießen möchte. Und ein gutes Beispiel ist ja etwa das Porgy und Bess, das vor etwas weniger als 2 Jahren wieder eröffnet hat in Wien und sich durchaus immer wieder und konsequenter hoher Besuchszahlen erfreuen kann. Und wenn man mir so den Vergleich erlaubt, dass das Porgy und Bess über ein gesamtes Jahr, also sprich über eine Herbst- und eine Frühjahrssaison, circa 70, 80 bis vielleicht sogar 100.000 Leute in den Club hineinbekommt, dann ist das ungefähr so viel wie ein Ländermatch der höchsten Kategorie an Zuschauern hat. Also sprich, ein Fußballstadion füllen die Jazzfans allemal und das sagt für mich eigentlich aus, dass wir es hier auch mit einem sehr populären Segment des Kulturschaffens zu tun haben und dass man hier eigentlich sehr, sehr viele Anstrengungen aufwenden sollte, um diesen Weg, den, denke ich mir, jede vergleichbare Szene geht und auch weitergehen möchte, entsprechend auch weitergehen soll, weil Platz für guten Geschmack, denke ich mir, ist in jeder Gemeinschaft da und das sollte man pflegen und auch entsprechend vorantreiben. Okay, hier sind wir im Jazzland. Jazzland ist der andere große Club Wiens. Ich bin ab und zu da und das Jazzland ist einfach eine Institution in der Wiener Szene. Das Jazzland schon seit 30 Jahren gibt und der Axel sich seit 30 Jahren wirklich um diese Szene bemüht. Er bringt jede Woche Programm, es läuft im Prinzip durch bis auf den Sonntag und er hat viele amerikanische Musiker, die er hier mit österreichischen Jazzmusikern kombiniert. Er bringt die einheimische Szene, aber wie ich schon gesagt habe, er bringt eher die traditionelleren Jazzstile. Man hört Blues, man hört Dixieland, man hört Swing. Und was wir heute Abend hören werden, ist die Dana Gillespie aus London, eine Blues-Sängerin, und das Joachim Palden Trio. Now girls, I want to tell you about this guy. I'm ready to stand up and testify, but what I'm telling you, it ain't no jive. But I just seen the greatest man alive. Big boy, oh yeah, big boy. I said, big boy, oh.
this club is, I'm looking around, it's like my second home. So maybe 3-4 times a year I'm singing in this place. We don't have a club that looks as good as this in London, unfortunately. Not with the same kind of jazz killer, smoky. I mean, the joke was always the air was very bad in Jazzland. Actually, now they have an air conditioning thing. But it used to be you needed an oxygen tank to come in here. It's a great place. All the real good musicians who come to Vienna play in Jazzland. It's the best place to play. Whereas in England, I have a much bigger band with a horn section, bass guitar, a guitarist. I have no guitarist here. Tonight, we're just going to be piano, drums, and saxophone. So it's a trio, small. But it's not a very big place. So, you know, I was on tour with Bob Dylan 3 years ago, and we're doing Wembley, and that's huge. And even my big band looks very small. So with each place, depending on where I'm asked to sing, I bring a lot of musicians. I hate to see that evening sun go down. I hate to see Das Jazzland hat immer den gesamten Bereich gemacht, mit Ausnahme, meistens auch die ganz allermodernste Avantgarde. Aber seit einigen Jahren ist Wien in der glücklichen Lage, zwei Jazzclubs zu haben. Es gibt noch das Porgy & Bess und die machen die gegenwärtigen Strömungen. Also habe ich genüsslich Zeit, 95% der Jazzgeschichte zu produzieren und zu präsentieren. Und dort werden halt die gängigen Alltagsströmungen gemacht, von denen man natürlich nicht weiß, ob sie überleben werden. Bei mir gibt es klassischen Jazz, Blues, Boogie, Bebop, Hardbop, Modern Jazz, Swing, alle diese Richtungen. Also ich habe ein breites Betätigungsfeld und genug zu tun. Nové